Und somit ein recht herzliches Willkommen zu Let's Play Need for Speed Shift 2 Unleashed. Ja, wir haben vor ein paar Tagen erst Shift 1 beendet und jetzt geht's auch schon los mit Shift 2. Ich hab mächtig Bock auf das Game. Ich hoffe, ihr auch. Wir drücken Enter. Profildaten werden überprüft. Okay, Verbindung mit Autolog-Servern. Okay. Wir sind Level 1, haben 10.000 Dollar. Oh, das ist schön. Wir haben Karriere noch nicht angefangen. Und Optionen. Schauen wir erstmal schnell Audio, Video. Möchte ich euch kurz was zeigen. Musik. Niedrig. Ganz einfach. Niedrig. Rest lassen wir so. Kalibrierung dürfte auch passen. Ihr seht es jetzt halt hier. Wir spielen natürlich in Full HD. Texturauflösung in Ultra High. Sprich, du kannst hier... Also ich habe keine Mods installiert. Sondern du kannst die Grafik-Config-Datei sozusagen, kannst du ändern und dann kannst du dann eben die gewissen Zahlenwerte einstellen und wenn du die Feng veränderst, dann kannst du bei Textur, bei Wagendetails und bei Streckendetails, kannst du das noch höher als hoch machen. Ich habe es jetzt mal gemacht, mal schauen, wie es ausschaut. Texturfilter anisotropisch auf 16-fach dürfte passen. V-Sync lasse ich jetzt mal bewusst ein. Anti-Aliasing auf normal, ne, stellen wir natürlich auf hoch. Bewegungsunschärfe auch auf hoch. Reflexionsqualität auf hoch. Schatten auch auf hoch. Ja. Gut, Gameplay kann man jetzt eigentlich nicht viel machen. Schwierigkeit und so, das wird sich mit der Zeit einstellen. Soweit ich weiß, habe ich gehört. Ja, hier seht ihr meinen Controller, nur dass meiner schwarz ist und nicht weiß. Sprich, wir spielen mit Xbox 360 Controller für PC. Was ich hier ganz schön finde, möchte ich euch kurz zeigen, du hast halt hier dreimal Controller und dann geht's los. Mit den ganzen Lenkrädern, G25, G27, Driving Force Pro, GT und so weiter. Also du hast hier zig Lenkräder zur Verfügung. Also das finde ich an sich eine coole Aktion. Online kann man spielen, aber das ist scheinbar wirklich tot. Ich würde sagen, wir spielen Karriere. Ich sag viel Spaß beim Video. Okay, du willst also Profi-Rennfahrer werden? Es ist ein endloser Kampf. Ein Kampf gegen deine Angst, gegen die Strecke und ein Kampf gegen die anderen Fahrer. Power und Speed pressen dich in den Sitz. Das ist das beste Gefühl der Welt. Ich bin Vaughn Gittin Jr., Formula D Champion. Es gibt da dieses Rennen. Und ich will, dass du mitfährst. Ich habe diesen GTR für dich ausgesucht. Die Kiste ist richtig ordentlich getuned. Aber vor dem Rennen brauchst du noch ein bisschen Training. Let's rock! Und er bietet die folgende Zeitvorgaben. Leicht 1.10, Mittel 1.02, Schwer 0.56. Okay, es geht schon los. Ja, wir fahren jetzt halt erstmal... Oh, was ist in der Ideallinie an? Boah, da ist ja Bremse und Lenkhilfe oder sowas an. Irgendwie sowas. Also ich kann auf jeden Fall nicht frei fahren. Der bremst halt... Boah, das ist dämlich. Der bremst voll von alleine. Was ich in dem Spiel schön finde, also die Ansichten alle. Und dann gibt's... Ich fahre jetzt erstmal schnell die Runde zu Ende. Obwohl diese Ansicht hier. Und zwar die Helmkamera. Jetzt habe ich halt natürlich nicht auf die Strecke geachtet, ist klar. Also das finde ich persönlich extrem cool gemacht. Der schaut halt aber auch schon immer in die Richtung. Sprich, du kannst hier wieder nicht wirklich frei fahren, ne? Sondern...
Der schaut halt schon in die Richtung. Du hast jetzt aber auch die Möglichkeit, dich hier umzugucken und so. Also das finde ich ist cool. Es gibt hier einen Mod. Da hast du noch sieben weitere Ansichten. Die habe ich mir überlegt zu installieren, aber im Prinzip, ich werde so ähnlich fahren, denke ich. Aber da könnt ihr mir mal schreiben, in die Kommentare würde ich mich drüber freuen, welche Ansicht sollen denn wir fahren. Also dies mit dieser Helm finde ich persönlich wirklich schön. Ist mal was anderes. Und ja, Chef. Und ist wirklich cool gemacht. Ah, wir haben alle Ziele unterboten. Okay, wir übernehmen dann deine Einstellung für das Rennen. Wenn dir gefällt, was du siehst, lass uns ein Rennen fahren. 55,9. Okay, hier ist jetzt eine Fahreranalyse. Auf Grundlage deiner Leistungen wird dir der oben gezeigte Handling-Modus empfohlen. Du kannst jedes Element individuell ändern und die Einstellung testen, bevor du fortfährst. Die Einstellung kann später im Optionsmenü geändert werden. Okay, also du hast jetzt halt hier Einsteiger, Normal, Erfahren oder den Pro, beziehungsweise noch härter die Elite. Er hat uns ja jetzt Profi vorgeschlagen. Das finde ich gut, weil schaut mal, auf Einsteiger, so ist es, denke ich, wenn du losfährst, weil hier ist Lenkhilfe, Bremsassistent an, ABS, Traction Control, TKS, Stabilitätskontrolle, Schaden ist halt nur optisch, Ideallinie ist ein. Auf unserem Profi ist dann die Lenkhilfe und der Bremsassi aus, ABS ist ein, Traktionskontrolle ist niedrig, passt, Stabi ist aus, also Stabilitätskontrolle, Stabi haben wir trotzdem noch im Auto verbaut. Ideallinie bräuchte ich echt nicht, das macht keinen Spaß, das nervt mich nur. Schaden, voller Schaden, da bin ich mir nicht sicher. Ich fahre doch ab und zu wegen wie ein Rowdy, deswegen würde ich sagen, nur optisch. Und dann würde ich mal sagen, drücken wir mal auf Weiter. Abenddämmerung, 2 Runden, 8 Gegner, deine Zielplatzierung in diesem Rennen entscheidet darüber, welchen Schwierigkeitsgrad ihr... Entschuldigung. Ein paar Porsche, Corvettes und einige GTR. Das sind echte Waffen für die Rennstrecke dabei. Mit einem guten Resultat verdienst du genug, um dir einen Wagen zu kaufen. Alles klar, es ist soweit. Hol sie dir! Das war ein guter Start. Ich fahre jetzt halt mal so. Also der GTR, das ist halt schon eine Bestie. Oh. So ein Scheiß. Also der hat uns jetzt voll rausgeschmissen. Das ist wieder dieser typische Blick nach hinten. Es wird hier später im Spiel auch Nitro geben. Ich muss sagen, ich habe das Spiel selber noch nie gespielt. Ich habe es gerade ausgepackt und es war noch eingespeist. Ich habe das irgendwo mal gekauft für einen Zehner, weil ich gedacht habe, ich habe es ja anfangs von meiner, ich sage jetzt mal YouTube-Karriere, obwohl es jetzt ein bisschen hochgegriffen ist, habe ich ja gesagt, ich möchte gerne mit euch jeden Nitro Speed-Teil spielen. Und es steht natürlich immer noch, also. So, der fährt schon recht gut. Kannst nichts sagen. Nur, dass er Fliege zerklatscht. Boah. Porsche. Also ich denke, mit den Einstellungen können wir spielen. Das ist nicht zu leicht, ist aber auch nicht zu schwer. Ups. Also so grafiktechnisch ist das schon noch, boah, ich sehe nichts, schon noch ein gescheiter Sprung von Shift 1.
Das muss ich zugeben, das habe ich jetzt heute auch erst zu Ende aufgenommen. Sprich, für mich ist das noch nicht so lange her wie für euch. Für euch wird es aber auch nur 2 Tage, maximal 3 her sein. Ich hoffe, ihr verfolgt das Projekt weiter. Bei Shift 1 wart ihr ja eigentlich recht begeistert und bei der Kiste quietscht irgendwas. Also wir verpressen den gescheit, das ist gut. Du kannst auch übrigens manuell schalten. Hey, sauber, das sah richtig gut aus. So, Schwierigkeit wird jetzt auf schwer vorgeschlagen. Es fängt an bei leicht, mittel und schwer. Ich weiß es halt nicht, ob schwer zu schwer wird, weil... Ich weiß es nicht, Leute. Bin ich jetzt mal ehrlich. Muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Ich weiß jetzt dann nicht, ob schwer nicht zu schwer wird für mich. Aber ich würde sagen, wir stellen uns der Herausforderung, oder? Machen wir. Mit Chromleisten und Schicherlackierung allein gewinnt man keine Rennen. Da ist was Passendes dabei. Okay. Und jetzt? Ah, okay, das kannst du so machen. Kannst du... Was ist das jetzt? Ah, sortieren, okay. Ansicht, US, achso, okay. Ach, das... Warte. Ah, okay, ich glaube... Also wir haben jetzt hier zum Beispiel einen S3, dann kannst du jetzt nach rechts weiter, dann gibt's noch... einen schicken S4 V8 Motor. Allrad... Vorne hängt der V8 drin. Okay, Allrad, also ich gehe jetzt mal, habe ich die Maus da? Ja. Hier, das da unten, um den Bereich geht es jetzt gerade nur. Nur mal so zum Erklären wegen. Also D370, Modernstraße. Keine Ahnung, was das bedeutet. Auf jeden Fall dann Europa-Zeichen drunter. Allrad, 4WD, Allrad vorne, 4-Zylinder-Reihe. Okay, Beschleunigung... Höchstgeschwindigkeit 249, ja dann elektronisch abgeriegelt. Beschleunigung von 0 auf 100 5,5 Sekunden. Bremsen von 100 auf 0 3,96 Sekunden. Handling 2,58. Es kann halt sein, dass sie alle gleich schnell sind. Alle 5,5 Sekunden von 0 auf 100. Vielleicht haben wir noch einen TT. Für die BMW-Freunde gibt es noch den 1,35 Benziner in der Coupé-Form. Okay, hat Heckantrieb, vorne sitzt der Motor, 6-Zylinder-Reihe, 3-Liter-Motor, Biturbo aufgeladen. Weiß ich jetzt so ganz rein zufällig. Dann gibt es noch den Chevrolet Cobalt SS. Ford Focus ST, okay, ist auch ein cooles Auto. Honda Civic SI. Dann Infiniti G35, V35. Dann haben wir den Mazda MX-5 und RX-8. Ja, und sonst nichts. Renault Sport Megane RS. Ist ja auch, sind so die Standardautos halt eigentlich. Dann Sion TC. Seat Leon Cupra. Und von VW gibt es einen Golf GTI. Und den Scirocco. GTI, das sind halt wirklich Standardautos, die man am Anfang hat. Wollen wir, wir können ja nicht gleich mit einem fetten V8 anfangen, obwohl ich ja, der eine oder andere weiß es, ich fahre selber in den A4, aber nicht hier den, was, das ist doch der B6, müsste das sein, B6 oder B7, ich dagegen habe noch einen B8. Das würde mich halt schon jucken, also definitiv einen Audi nehmen wir, TT ist natürlich auch schick für den Anfang. Vom Preis her wäre ein S3 halt super. Ich denke mal, der TT ist der beste Kompromiss. Der mit 250 PS ist das. Ein S3 ist schon schick. Naja, komm, wir nehmen den TT. Schreibt es in die Kommentare, für welches Auto ihr euch entschieden hättet. Wie möchtest du diesen Wagen kaufen? Mit Geld? Gute Wahl, Mann. Hier ist dein Ausgangspunkt. Von hier aus kannst du alle Arten von Rennen auswählen. Wenn du ganz nach oben willst, musst du unten anfangen und dir ersten Namen machen. Teste verschiedene Disziplinen wie Zeitfahren oder Driften. Und irgendwann
Irgendwann bist du bereit für die GT3 oder die Werkswagen-Serie. Wenn du da erfolgreich bist, bekommst du einen Platz in der GT1-Weltmeisterschaft. Siehst du diese coolen Poster? Hinter ihnen verbergen sich Events. Und die Zahlen darauf geben die Fahrerstufe an, die du zur Teilnahme brauchst. Du beginnst auf Stufe 1 mit Einsteigerwagen der Klasse Modern D. Wenn du Stufe 16 erreicht hast, wirst du ein erfahrener Pilot der GT1-Weltmeisterschaft sein. Ich glaube, du hast echt Talent. Sehen wir mal, wie weit du es schaffst. Okay, such dir ein Rennen aus und dann ab auf die Strecke. Jo, wir sind Level 1, demnach können wir auch nur hier die Modern D-Serie nehmen. Freischalten diese Kategorie, Fahrerstufe 2, ja. Okay, bringen wir dich zurück auf die Strecke. Du fährst jetzt in der Kategorie Modern D. Wir fangen zwar einfach an, aber nicht langsam. Jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Okay, also das erste Rennen wäre Single Exhibition, sprich die Einzelschaurennen. Dann gäbe es noch die Open Season und die Tour du Mont oder so, die Tour zum Mond nehme. Das halt natürlich. Fangen wir halt einfach ganz normal an. Wagenwechsel jetzt spielen. Okay, jetzt haben wir hier die Fahrzeuge, die wir nehmen können. Ach, der Leistungsindex ist das D460 sozusagen. Sagen wir jetzt mal in Bezug auf Gran Turismo zum Beispiel, Leistungspunkte hatte 460. Ah, Leistungsbereich von 0 bis 499. Okay. Autohändler. Okay. Der hätte sogar 480. Okay, der Infinity wäre genauso stark. Was ist dann Upgrade? Beim Tuning geht's um die perfekte Abstimmung des Wagens. Du kannst ein ganz normales Geil. Dass daraus ein richtig heißes Streckenmonster wird. Bei der Auswahl der Upgrades zählt die perfekte Balance. Es gibt Upgrades für dein Fahrwerk, die Reifen oder Bremsen. Sogar den Motor kannst du tauschen. Beim optischen Tuning kannst du deinen eigenen Look kreieren und deinen persönlichen Stil umsetzen. Wenn du es mit den großen Jungs aufnehmen willst, brauchst du den kompletten Werksumbau. Bau genügend Upgrades ein und schon bald kannst du aus deinem Serienwagen einen richtigen Rennwagen machen. Beim Tuning gibt es fast endlose Möglichkeiten. Teste, was für dich am besten ist und genieß die Fahrt. Alles klar, cool. Auswahl der Upgrade-Kategorie. Hört mir hier Motor, Antrieb und die Aufladung, Fahrwerk, Bremsen, Reifen, Karosserie, Nitro, Werksumbau. Okay, kostet 60.000. Hey, ich will das lesen. Da steht irgendwas Interessantes. Oh, krass. So würde es ausschauen. Leistung plus 1286,08. Gewicht minus 200 Kilo. Leistung plus 380 PS. Geil. Drehmoment plus 400 Newtonmeter. Alter, ist ja abartig. Ja, auf jeden Fall, ich schaue mir jetzt halt Motor an. Okay, da kannst du jetzt Luftfilter ändern, Kaltluftansaugsystem. Kalte Luft natürlich immer besser. Das hatten wir ja schon mal. Ich denke, da können wir im Laufe der Zeit immer ein wenig erklären, warum dieses und jenes so ist. Luftfilter alleine bringt rein logisch nichts. Das hatten wir auch schon mal, weil wenn nur mehr Luft reinkommt, der Motor nimmt sich so viel, wie er braucht und nicht das, was da ist. Kaltluftansaugsystem können wir noch schnell sagen. Kalte Luft hat mehr Sauerstoffmoleküle. Es verbrennt besser, geht besser komprimieren. Das ist einfach bessere Verbrennung. Bessere Verbrennung ist mehr Leistung. Abgasanlage, Sportendschalldämpfer. So, Gegendruck. Die Abgase tun eben Gegendruck erzeugen. Und wenn Gegendruck da ist, muss der Motor mehr Kraft aufwenden, um die ganzen Abgase aus dem Motor zu bringen. Umso dicker die Endrohre sind, also nicht komplett nur die hinten, was du siehst, sondern komplett bis vor, bis zum Abgaskrümmer, desto leichter kommen die Abgase durch und desto weniger Leistungsverlust hast du, weil der Motor sich einfach leichter tut. Ups, nein, das wollte ich nicht. Fuck. Okay. Gut, du kannst es einfach wieder verkaufen. Cutback-Auspuff mit großem Rohrdurchmesser. Ah, das war das, was ich ja gerade gesagt habe. Und ein Fächerkrümmer. Dann haben wir hier...
Das finde ich jetzt cool. Etwa 252 Grad Öffnungswinkel, 10,2 mm Ventilhub erlaubt eine verbesserte Zylinderfüllung bei ansonsten serienmäßigem Motor. Gute Leistung mit niedrigem und mittleren Drehzahlbereich. Das ist cool. Das ist geil gemacht. Ventildrieb. Performance Ventilbearbeitung mit drei Winkelsitz. Größere Ventile mit überarbeiteten Kanälen und Sitzen. Drehzahlfeste, doppelte Ventilfedern. Block. Und neuen Gemisch, Aufbereitung, größere Einspritzdüsen, sprich mehr Sprit und so weiter. Also du kannst schon geil machen, einen neuen Motor kann man reinbauen. Das ist cool, also das ist richtig geil. Haben wir eine Kupplung, Differential und ein Getriebe. Straßenturbo. Größere AR-Verhältnis auf der Abgasseite und erhöhe die Drehseite Standard, sodass er nicht hört. Okay, ja. Größere Turbolader und Ladeluftkühler, cool. Fahrwerk, Straßenfedern, Streckengewinde und Renngewinde. Verbessert hier komischerweise das Handling und bringt mehr Leistung, was mich jetzt halt wundert. Bodenfreiheit, Stoßdämpfer, Vierfach, Federraden, Stabi, Sturz, Spurlauf, Federweg, Begrenzer und Spurkanz einstellen. Ja gut, dann ist das doch logisch. Bremsbeläge und Stahlflex, Kevlar, Bremsleitungen, Bremsbalanceventil und Doppelhauptbremszylinder. Tandem-Hauptbremszylinder. Upgrades gibt es dann Track-Bremsanlage, Sport-Bremsanlage und die Competition-Bremsanlage. Okay, Reifen, Hochleistungsstraßenreifen, Straßentrack-Reifen und die Semi-Slick-Reifen. Oha, Alter, da geht halt das Bremsen. Und das Handling hoch. Das ist cool. Sorry, dass ich das mir gerade alles wegen angucke, aber interessiert mich einfach mal. Bodykit 3. Oh, da hofft gleich wegen mehr mit rein. Ah, schau mal, ich glaube hier, wenn hier der Werksumbaufortschritt ist, dann kann man den Werksumbau machen, wenn es an diesem Strich ist. Habe ich so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Gewichtsreduzierung, ja, Standard. Und das Cockpit kannst du noch ändern. Alles klar, cool. Nitro ist wohl eindeutig logisch. Ja, dann eben der Werksumbau. Jetzt interessiert es mich gerade nur, weil ich möchte mal zum Beispiel auch schauen. Ich gehe jetzt hier mal zurück. Gibt es hier sowas wie ein Hauptmenü? Ah ja, gibt's. 0% noch abgeschlossen. Okay, online. Exhaust Credits füllen mit Codes, Need for Speed VIP. Was gibt es Neues? Optionen. Autohändler. Garagen. Ah, okay. Upgrades, da waren wir ja gerade drinnen. Genau, das war das. Tuning. Erstellen. Ah, den ganzen Reifendruck ändern. Okay, das ist cool. Optik, Lack, Vinylfelgen. Lack. Aha, da hast aber viel Auswahlmöglichkeiten. Ja, obwohl du kannst es alles schon genau einstellen eigentlich. Metallic Candy Pearl Effekt. Chrome Matt Flip Flop Hochglanz. Ach, okay. Und so wie es ausschaut, kostet es auch gar nichts. Vinyls kannst du einstellen. Ah, und du kannst dich endlich mal frei umschauen. Okay, die haben es schon gut gemacht. Das ist geil, oder? Ja, da gibt es halt die Standardfarben. Okay, cool. Felgen, die kosten jetzt halt aber. Dieser Hersteller ist gesperrt, benötigt die Fahrstufe 4.
Nur wollt ihr mich voll verarschen? Da brauche ich jetzt dann ernsthaft die Maus, die Tastatur, um die Felgen durchzuschalten. Aber da kann ich jetzt eh noch nichts machen. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich mir das jetzt halt alles mal wegen so angeschaut habe. Aber, ja, jetzt können wir zum Beispiel ein Foto aufnehmen. Dass es halt alles als Tastatur eingezeigt wird. Ist halt irgendwo wegen der Krampf. Der ist jetzt halt wirklich Serie, also. Du brauchst jetzt eigentlich auch gar nichts machen. Ich würde mal sagen, der Part war jetzt dann doch eigentlich halbwegs lang. Im nächsten Part fahren wir dann auch wirklich die Modern D-Reihe und zwar mit der Single Exhibition, sprich den Einzelschaurennen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr die nächsten nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wenn ihr mich schon abonniert habt und meine Videos auch gut findet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Tipps und Tricks für das Spiel auch gerne in die Kommentare übrigens, also scheut euch nicht zu schreiben. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel bis jetzt. Ich habe, wie gesagt, noch nie gespielt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Das Video kommt geplant. Also, ich sage jetzt mal nicht das Video, sondern Shift 2 Unleashed. Kommt geplant alle 2 Tage. Und zwar Montag, Mittwoch und Freitag. Es sei denn, ihr seid übertrieben fleißig und wir schaffen die 30 Likes auf dieses Video, dann kommt es jeden Tag. Dann gebe ich mir für euch mehr Mühe und werde öfter spielen. In diesem Sinne wünsche ich euch nun einen wunderschönen Tag. Macht es gut, genießt die Woche und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht es gut. Tschüss.